Sie haben mich kritisiert und haben Helmut Schmidt gelobt, aber wenn Sie Helmut Schmidt loben, warum lassen Sie ihn dann nicht im Amt? Nicht nur im Ausland fragt man sich, wieso ein so hoch angesehener und so kompetenter Regierungschef wie Helmut Schmidt parteitaktischen Interessen zuliebe aus dem Amt gedrängt werden soll. Des Bundeskanzlers Helmut Schmidt Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland haben hohen Rang und die gehören gewiss nicht der Vergangenheit an. Wir Sozialdemokraten, gegen den Sturz von Bundeskanzler Helmut Schmidt. Wir sind dafür, dass er gedeihlich weiterarbeiten kann und dass wir uns gemeinsam mit ihm den Wählern stellen können. Ich danke.